Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor weiteren Berichten zum Literaturnobelpreis zunächst nach Japan. Dort hat sich der bisher schwerste Atomunfall in der Geschichte des Landes ereignet. In der Uranverarbeitungsanlage von Tokaimura, rund 100 Kilometer nordöstlich von Tokio, ist es nach Befürchtungen der Behörden möglicherweise zu einer unkontrollierten atomaren Kettenreaktion gekommen.